Viele wollten, dass ich mir die Reaction von Wiska Barca noch angucke. Das habe ich nicht gesehen. Ich weiß, dass er, ja, Wiska Barca ist, glaube ich, der größte Messi-Fan, den es gibt. Also ich würde sagen, Wiska Barca ist ein größerer Messi-Fan, als ich es bin. Ich bin, Chat, ich liebe Messi und Messi ist für mich der beste Spieler der Welt. Aber bei mir ist es mehr die Liebe für Argentinien. Ich liebe die ganze Mannschaft. Wiska Barca ist ja so, Digga, ich glaube, er wird Messi ehrlich jetzt einlutschen, wenn er könnte. Deswegen bin ich auch gespannt auf seine Reaktion. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ole, 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 cada día te quiero más. Soy argentino, el sentimiento no puede parar. Ich bin mir sicher, vor einem Fußballspiel, Freunde, ich hätte niemals gedacht, dass ich das noch einmal sagen werde aus meinem Mund. Argentinien versus Frankreich im WM-Finale. Lionel Messi. Der sieht ehrlich ein bisschen aus wie Messi, ne? Meint ihr, Barca sieht so aus wie Messi, weil er Messi so sehr feiert und sich deswegen so gemacht hat? Mal in die Zeitmaschine einzusteigen, 7, 8 Jahre zurückzureisen und er spielt die WM seines Lebens und ich kenne ihn in- und auswendig, Freunde. Ich gucke seine Spiele. 99% habe ich komplett gesehen seit Beginn seiner Karriere und sogar ich, Freunde, habe ihn unterschätzt. Ich hätte niemals gedacht, dass dieser Mann, Freunde, der GOAT, für mich persönlich, okay? Dass er nochmal so krass auftritt bei einer WM. Ich habe seit Tagen nicht schlafen können, jetzt Real Talk. Freunde, ich bin so krass aufgeregt, als ob ich heute selber auf den Platz gehen müsste. Ich habe übrigens wieder eine eigene Wohnung, Freunde. Ich habe einen Umzug hinter mir. Ich war auch 2 Wochen Knockout. Mich hat eine ziemlich starke Grippe erwischt. Und ja, ihr wisst ja, ich habe mich auch entschieden gehabt, dazu nicht nach Katar zu fliegen. Aber ich sag euch ehrlich, Leute, als es feststand, dass Argentinien wirklich im Finale ist, habe ich extrem lange überlegt, ob ich nicht doch gehen soll. Ich habe 1000 Nachrichten von euch unterhalten. Anton, bitte flieg hin, mach wenigstens beim Finale ein Video. Aber ich wollte nicht erst A sagen und dann B machen. Aber für mich emotional war das schon schwer, darauf zu verzichten. Aber ich sag euch... Digga, also, Digga, er hätte einfach gehen sollen. Guck mal, wenn er gehen will zu dieser WM, dann soll er doch gehen. Er ist einfach nicht gegangen wegen Angst vor Hate. Digga, er hat sich damit so, wisst ihr, wie ich meine? Damit eine Erfahrung kaputt gemacht. Und wenn er mit sich selber kämpfen musste, da nicht hinzugehen, weil er davor gesagt hat, er geht nicht. Digga, geh einfach. Diese deutschen Creator achten viel zu sehr darauf, was andere Leute über die denken. Ehrlich, auch vom Fernseher werde ich das genauso... Das ist krass. Genießen und es ist für mich ein Tag, der in die Geschichtsbücher eingehen wird. Und ich blende auch mal Videos und Bilder ein, was in Buenos Aires los ist. Da sind Millionen von Menschen auf der Straße. Die ganze Welt steht hinter ihm und gönnt ihm, dass er heute diesen Pokal in die Höhe streckt. Aber man muss auch sagen, wenn Mbappé und Frankreich heute gewinnen, schreiben sie auch Geschichte. Denn das letzte Mal, dass ein Team den Titel verteidigt hat, war vor 60 Jahren. Ein gewisser Pelé hat das damals geschafft. Back-to-back-Weltmeister 1958 und 1962. Also egal, wer heute gewinnt. Uns ist, glaube ich, noch gar nicht bewusst, was für Ausmaße das haben wird für die Fußballgeschichte. Und wir werden uns an den Tag noch so oder so in 30, 40 Jahren... Digga, sein Video ist voll gespoilert einfach. Er zeigt schon die ganzen Bilder von nach dem Spiel. Leute, ihr wisst Bescheid. Danke, danke schön, und eins kann ich euch sagen, Leute. Hier ist Platz. Und ich habe schon auch eine Idee, aber egal, das ist jetzt komplett Nebensache. Ey, Digga, ich will es nicht klauen. Ist das, nee, das ist gar nicht. Wenn Frankreich gewinnt, kriegt... Ich habe auch Platz. Oh, Barca macht sich auch ein Tattoo. Mbappé, safe schon Ballon d'Or, egal was in der Champions League passiert. Wenn Argentinien gewinnt, kriegt Messi seinen 8. Ballon d'Or. Aber ich glaube, das ist ihm auch egal. Er hat ja auch in Interviews gesagt, ich nehme lieber einen WM-Titel anstatt 5 Ballon d'Ors. Als Glücksbringer habe ich natürlich auch meine Nummer 10 Socken an. Selbstverständlich. Meine Wohnung, Freunde, ist noch lange nicht fertig. Ich zeige sie euch dann ja, so in 2 Monaten, wenn dann alles ankommt, ganz wichtigen Möbel. Aber hier haben wir jetzt zum Beispiel den Messi-Ball mit der Unterschrift. Oh, Bruder, was jetzt mich ein bisschen runterbringt. Machen wir jetzt einen Original Mathe Tee, Digga. Das, was die Argentinier auch mal trinken. Hinter der Kamera ist mein Habibi. Es geht. Tone und Matti kommen auch gleich. Ich bin mit Anton seit 2 Tagen unterwegs, Leute. Ich kann euch eins sagen, er schläft nicht, er redet von nichts anders und er ist gehypt ohne Ende. Ich bin auf jeden Fall ein Ronaldo-Fan, aber heute bin ich für Messi, weil er hat es verdient. Wenn er es heute auseinander nimmt, hat er Geschichte geschrieben. Let's go. Wir waren übrigens... Habibi. Ja, mit Basetrikot, oder was? Ja, Tabak! W-Tabak in den Chat. Markus, 17, danke schön für den Zap. Super. Es geht, Bro.
rein. Wie aufgeregt bist du? Kannst du seit 4 Tagen 5 Stunden schlafen, Digga. Ich krieg manchmal Nachrichten, gell? Die schreiben, Anton, bist du jetzt Argentinier geworden oder was? Leute, ihr wart noch nicht mal auf der Erde, Digga. Da habe ich schon die Spiele von Messi geguckt. Natürlich bin ich Argentinier. Ich support den, ja. Außerdem kann man egal welche Nation supporten, was, egal was man ganz anderes ist. Kroatien ist unter Platz geworden. Ey, stabil. Ihr müsst auf jeden Fall auch in unseren Podcast reinhören, Freunde. Da reden wir sehr detailliert über die WM und allgemein immer über Fußball. Link oben in der Videobeschreibung. Okay, Leute, in 10 Minuten geht's los. Gleich kommt die Hymne, bitte, bitte. Das allerletzte WM-Spiel im Trikot der argentinischen Nationalmannschaft für Messi. Oh. Wenn er es heute schafft, ist das wie ein Märchenbuch. Es ist eigentlich alles viel zu schön, um wahr zu sein. Komm! Auf geht's! Let's go, Leute, Anschluss! Haha, oh. Da war gut seine Frisur! Hast du bald verloren, ne? Messi hast du bald verloren. Komm mal! Ja? Ja, schöner Pass. Auf die Maria. Und Flanke! Oh Gott, Digga. Oh mein Gott. Oh! Abseits. Das war 100. Hä? Oh, das ist ein Kondom, Digga. Das war jetzt. Okay. Hey, Hugo Mikado. Springst du nicht in die Lücken rein oder was? Was soll denn das, Mann? Da rennt er. Boah, das ist ein Kondom. Oh! Geh, Junge! Auf geht's, Adrian! Die Franzosen schwimmen, gell? Auf dem Stadion. Weißt du, schießt jetzt Tor und Giroud. Ein Giroud noch Doppelpack. Ja, aber hör auf, Mann. Ja! Ja! Komm! Adrian! No! Das ist der wichtigste Punkt gerade, Martin. Wenn er die macht, ist er... Pass auf, nicht, dass wir das ist der wichtigste Elfmeter seiner Karriere, ne? Leo! Ich will gar nicht hinschauen. Besieg den Fluch, Leo! Komm, Leo. Für Anton schauen. Ich mache ihn dann wieder ohne, dann schaue ich dann hin. Er ist... Seine größte Schwäche, Leute. Und das ist heute seine größte Stärke im WM-Finale. Vamos, Leo! Dale, Leo! Das ist der Goal! Vamos! Mit Spucken und alles, Chat. Geil! Boah, ich schwör, wir kommen in Tränen, Digga. Was? Alles gut. Ey, Jungs, das war mental der wichtigste Moment gerade. Weil wenn Messi verschossen hätte, wäre die Mannschaft auch so gebrochen, weißt du? Leo! Leo! Dale Leo! Diego, guck zu von Himmel! Diego, guck zu, Bruder! Wehe, irgendein Hater schreibt Pässe, ne? Ich nehm den auseinander, wirklich. Wisst ihr, wie schwierig das ist, in so einem Spiel einen Elfmeter zu schießen? Pässe, sagst du? Matti! Er kriegt keinen Sushi mehr. Aber hey, eine Sache, Argentinien hat schon ein paar Elfmeter donated bekommen, ein bisschen. Der gegen Polen war nicht unbedingt. Aber Jungs, ihr könnt jetzt nicht die Leistung schmälern, nur gegen Elfmeter. Mexiko geisteskrank gestruggelt. Australien war Struggle des Todes. Saudi-Arabien verloren, ja. Also gekauft war jetzt dieses Ding nicht. Jungs, ist egal. Victor Di Maria Angel ist der beste Bruder. Er ist in der Kurve. Aber wir haben auch einen gefährlichen Bruder. Ich denke, ich muss das richtig haben. Spiel! Wenn Leute sagen, dass Argentinien ein WM gekauft hat. Digga, gönn doch. Ja! Leo!
wie gut war das gespielt, Digga? Ey, wie gut war das gespielt? Ich küsse dein Herz an, das war eigentlich krass gespielt. Du hast doch schon Copa-America-Finale getroffen. Mit dem Jubel, Bruder. Galle! Das Geile ist, Chat, das wissen voll wenige. Kann man bei Instagram gucken, was man geliked hat, Chat? Seht ihr das? Di Maria to his wife before the final. I will be the champion, love. It's written. I'll score a goal. Because it's written like Maracana and Wembley. Go and enjoy tomorrow because we are going to be champions. Because 26 of us who are here and the family of H1 deserve it. Er hat einfach schon vorher zu seiner Frau geschrieben, dass die gewinnen, Chat. Wow. Und dass er ein Tor machen wird. Und er hat es wirklich gemacht. Und dann geht er einfach und macht das 2-0, Chat. Wow. Wunderschön. W's die Maria in den Chat. König. W's die Maria in den Chat. Ja. König. Er weint, Digga. Ich auch, Mann. Ruhig bleiben, Argentinier. Ruhig. Wir haben schon mal 2-0 aus der Hand gegeben. Ey, wenn ich im Stadion gewesen wäre, ich wäre gestorben. Anton wäre als Legende gegangen. Ja, boah, genau. Das Tor muss sein Ende sein, wenn es sein Ende wäre. Das wäre ein schönes, also ein bisschen zu früh, aber... Wäre okay. Soy Argentino. El sentimiento. Giroud und Dembélé werden ausgewechselt. Ich vor, ich will, was? In der 40. Minute. Ey, die sind fast so gebrochen jetzt, ne? Ja, aber die werden jetzt richtig mental kaputt. Die ganze Mannschaft ist da oben. Es ist Halbzeit, ich kann es noch gar nicht realisieren und verarbeiten. Egal. Wir haben uns jetzt noch Sushi bestellt, in der Halbzeitpause gibt's einen kleinen Snack. Ja, komm. Ja, gib mir mal so einen Lachs, Nigiri, Digga. Ja. Habt ihr noch geschrieben? Wir haben noch 45 Minuten zu spielen. Dann schreiben wir Geschichte. Stark, Giroud. Ja, oh Gott. Stark, Giroud. Chat, ich schwitze, obwohl ich das Spiel schon gesehen habe. Vor Ort. Zurück. Schau mal, wie jetzt zurück. Weg. Schön, die Martinez. Ich küsse mein Herz, ich liebe dich. Das ist so schön. Von Di Maria wieder, ne? Für mich Mann des Spiels bis jetzt. 20 Minuten noch, 20 Minuten. Der ist einfach sehr unsichtbar, ne? Messi. Oh, kann der Ball kommen? Ja! Oh, der Linke geht nicht vorbei. Jungs, wir sind 15 Minuten entfernt davon. Vamos! Elfmeter Frankreich. Elfmeter Frankreich heute. Nein, die gleiche Situation wie bei Di Maria erste Halbzeit, der muss sie geben. Wenn er den ersten gibt, dann muss er den auch geben. Scheiße, Leute. 79 Minuten. Er hält die Leute, Martinez Elfmeterkiller gegen MP, komm. Er verschießt erst auf ihn. Boah! Jetzt ist aber spannend. Was hat das denn? Aus dem Nichts, wir hätten es dann ja nur schießen können. Der erste französische Torschuss in der 80. Minute bis 12 Meter, Leute. Auch krass. Das war deren erster Torschuss, Chat. Genau, das ist der gekommen, wieder angeflogen. Komm mal. Mario. Oh mein Gott. Nein! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Du Bastard! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! In 3 Minuten. Oh mein Gott! Das war so ein schlimmer Moment. Aber man muss eins sagen, es war ein wunderschönes Tor. Warte überhaupt 2 Minuten. Das hat den direkt noch, ne? Bro! Das war nicht meine Tabak. Der Tabak muss gerade selbst so lachen, ne? Echt, ne? Wie viel war das schon? 1,34. Das hat den Kopf mehr. Martinez ist noch da, wobei ihm da kein Vorwurf zu machen ist. Das sagt der Jean, den Glauben nicht verliert. Hallo, ich kann Tabak nicht ernst nehmen mit dieser Frisur, Chat. Das ist schlecht, wir müssen das jetzt hier sehen. Aber Messi verliert den Ball und hat das in die Tore. Das kann nicht sein, Jungs. 2-0 geführt, Digga. 2 Minuten, 2 Tore. Das kann nicht sein. Komm, Junge. Schieß. Dann wär's vorbei, Bro. Das wär die Legende. Digga, das war zu krank. Jetzt ist 13.
Achso. Verlängerung. Ich bin gespannt, wie er ausrastet mit 3-2, weil das war Messis Tor, Digga. Ich hab das aus dem Stadion kaum gesehen, das 3-2. Es war so. Lautaro war so Müll, Digga. Schön. Ein letzter großer Moment. Oh! Nein! Lautaro zwei große Chancen gehabt in der ersten Halbzeit der Verlängerung. Es kommt jetzt auf die Einwechsel, aber auf Anfang. Der Messi kann schon nicht mehr, man merkt, er hat noch zwei, drei Pässe gut gemacht. Das erinnert mich sehr ans Holland-Spiel. Komplett im Bruch mental Argentinien und dann in der Verlängerung wieder die Oberhand übernommen. Elfmeterschieße bin ich confident, Martinez macht das, aber vielleicht entscheiden wir es noch davor. Bitte, ich schau mal. Messi, Lautaro Martinez! Sie, ja! Der war drin! Messi! Der war drin! Am Anfang vom Video schon gesagt, an dieses Finale werden wir noch in 30, 40 Jahren denken. Aber nach diesem Spielverlauf werden wir wahrscheinlich auch noch in 300 Jahren von diesem Finale reden. Ja, das war ehrlich ein krankes Finale. Leo, hau den ersten rein, auch wichtig, ganz wichtig. Komm, Martinez. Papi! Ja, wieder dran. Er schießt dran, Mann. Ey, er hat alle drei links geschossen. Ganz kurz. Egal, was er okay, wie er sich charakterlich manchmal gewinnt, ich zieh meinen Hut. Ja, unglaublich. Unglaublich. Messi. Ich kann nicht hingucken, ich kann nicht hingucken, ich mach Kunst hier. Ja! Leo, mein guter Deutsch.
gemacht. Ich habe Augen zugemacht. Du spürst dein Herz. Wie kann man so kalt sein, Bruder? Schau, wie knapp, Bro. Ja, ja. Er ist nervös, Bruder. Er ist Emil! Ibu! Ibu! Ja! Montiel, Bro, der hat Elfmeter verschuldet. Er macht ihn jetzt. Das ist die Geschichte, Bro. Er kann Argentinien zum Weltmeister schießen, Bruder. Bitte für Leo! Ja! Messi! Wir haben es geschafft! Ja, Bro! Argentinien, Leute! Hat's geschafft! Wir haben es geschafft, Bro! Tabaksand! Hat's geschafft! Wir haben's geschafft! Und guck Tabaksand an! Er wollte ihm High Five geben! Hey, ihr Leute! Hat's geschafft! Wir haben's geschafft! Ja, Mann! Leute! Messi, wo ist Messi? Wo ist Leo, Digga? Wo ist Leo? Das ist ein Spiel, oh mein Gott. Bro, die weinen alle durch. Hey, schau mal, mein Bro. Ich hab dich ganz cool erkennen. Ich kann nicht mehr. Ich mach jetzt die Kamera aus und genieße die restlichen Bilder. Ich bin eine echte Trainer, Bro. Das ist so krass, Digga. Das krasseste Fußballspiel, was ihr gesehen habt, Digga. Ich freu mich, das ist nicht wir, Leute. Das ist von Messi. Ey, 100%. Martinez, Nahm, von auch drauf. Und Anatomie, oder? Alles. Okay, komm. Hey, ihr wisst schon, dass gerade Geschichte geschrieben wurde. Wir waren dabei. Daumen hoch da. Er hat es geschafft. Er ist Weltmeister. Lol, das war's. Er hat auch ausgeschaltet und den Rest genossen. Krass. Super, super Ding.